Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch eine Rezension, die etwas hart ist, denn sie heißt Mutig und ist von Rose McGowan. Warum diese Rezension für mich sehr, 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 sehr schwer ist, begründet sich durch sehr, sehr, sehr viele Aspekte. Zuerst einmal zu den normalen Daten. Das Buch kostet 16 Euro in Deutschland, 16,50 in Österreich. Hat 302 Seiten und ist im HarperCollins Verlag erschienen. Ja, Rose McGowan hat das Buch selbst geschrieben. Es wurde halt dann übersetzt. So hatte ich mich jetzt, von Regina Schneider. Und wir kennen die Schauspielerin ja eigentlich alle aus Charmed. Sie hat natürlich auch viel mehr erreicht, als nur bei Charmed mitzuspielen. Sie war auch die Freundin von Marilyn Manson. Und das Ganze ist ein Rezensionsexemplar von Bloggerportal zur Verfügung gestellt worden. Ich bedanke mich auch dafür. Und ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit der richtigen Rezension, die, wie gesagt, für mich sehr schwer ist. Ich hoffe, dass ich alles erwähne und dass alles für jeden verständlich ist, was ich jetzt berichte. Ich fange einfach damit an. Das Ganze ist eine Biografie. Wir begleiten Rose von, eigentlich von der Geburt an. Sie erzählt uns, wie sie schon von Kindesalter eigentlich in einer Sekte drin war. Die Sekte nennt sich, also kirchliche Natur, so kann man es halt am besten definieren. Wir erfahren auch, wo Rose aufgewachsen ist. Sie kommt nämlich ursprünglich aus Italien, ist also Europäerin und nach Amerika gezogen. Und das ist meine erste Biografie, die ich so richtig intensiv und bewusst lese. Und also, wo fange ich an? Also als erstes haben wir hier auf Seite 64 einen Rechtschreibfehler. Normalerweise bin ich echt nicht gut in Grammatik oder so, aber den Fehler habe ich gemerkt. Welcher das ist, möchte ich jetzt auch nicht erwähnen. Also, er ist schon da. Ich blende euch vielleicht mal das Bild ein, wenn ich das nicht vergesse. Genau. In diesem Buch geht es hauptsächlich um die Sekte Hollywood, denn jeder von uns ist irgendwie Teil der Sekte. Jeder liebt Filme, jeder liebt Serien und alle Schauspieler stecken mit drin. Die Frauen werden nur noch wie Dreck behandelt zu der Zeit, wo Rose angefangen hat und wo auch sie in Hollywood aktiv war, war es halt wirklich so, dass die Frauen dort sehr, sehr, sehr beschmutzt wurden. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Sie erzählt uns von einigen Sachen, die passiert sind und vieles auch in ihrer Vergangenheit und mit ihr selbst. Und wo fange ich nur an oder wie erkläre ich es am besten? Ich finde, bei Biografien kann man nicht spoilern. Jeder hat Internet, jeder kann sich Reportagen anschauen und deswegen kann ich da auch nichts wirklich beurteilen. Für mich war es sehr, sehr interessant zu wissen, wie war es, als Rose bei Charmed war. Und ich verfolge die anderen beiden Frauen auch auf Instagram, also sprich Alicia Milano und halt, deren Namen vergesse ich immer, Holy Mary Cops, genau. Die verfolge ich auch auf Instagram und Alyssa setzt sich sehr, sehr für die Frauenrechte auch an. Und ich habe mir damals, als ich das Buch gelesen habe, nur darauf gewartet, dass die drei Frauen so richtig zusammenwachsen und da wirklich eine Verbindung entsteht oder so. Aber was Rose erzählt hat, wie es ihm war, war was komplett was anderes. Dadurch, dass sie immer freundlich und immer so lieb und freundschaftlich getan hat, so war es in Wirklichkeit gar nicht am Set. Und die Dreharbeiten zu Charm war sehr krass, sehr intensiv, alles nur mit Männern, obwohl die Serie eigentlich nur von Frauen hauptsächlich geschaut wird. Und Rose setzt sich sehr für die Frauenrechte ein, dass sie auch mutig sein sollen. Es geht um Vergewaltigung, es geht um jemand in ihrer Familie stirbt,
Sie hat keine enge Bindung zu ihren Eltern. Sie ist teilweise auf der Straße aufgewachsen, fast verhungert. Es geht um Bulimie, es geht um... Ich meine es ernst, wenn ich sage, nach 30 Seiten, die ersten, musste ich das Buch schon weglegen, weil es so schlimm war. Also Kinder des Gottes war zum Beispiel ihre erste Sekte, wo sie drin war. Und es ging dann weiter in ihrer Jugendzeit, wo sie mit Drogen zu tun hatte und Alkohol, wo es um, ja, also ich bin, also kaum zu glauben, dass so ein Mensch, wie soll ich sagen, das Ganze überlebt. Es gibt viele, die haben nicht das Glück dazu und sterben halt, weil Drogen doch keine leichte Szene ist. Also ja. Ich kann das Buch jetzt auch nicht beurteilen, dass ich sagen kann, hey, ich finde das jetzt so geil, das war das beste Buch überhaupt. Oder dass ich sagen kann, das Buch war jetzt so, so schlecht, ich konnte es nicht lesen oder so. Nein, das kann ich nicht bewerten, das kann man aber auch bei einer Biografie überhaupt nicht tun. Was ich bewundernswert finde, dass Rose es selbst geschrieben hat. Sie hatte schon immer Lust zu schreiben gehabt, sie wollte eigentlich... Rose hatte schon immer die Tendenz gehabt zu schreiben, sie hat es geliebt zu schreiben, aber das Talent immer verworfen, denn das war ja eigentlich gar nicht notwendig, weil sie ja eigentlich Schauspielerin ist und so weiter, und sie hat sich sehr, sehr entwickelt und also ich kann es nicht bewerten, dass ich sagen kann, ich fand es schlecht, die Biografie hat mir die Augen schon geöffnet, was halt im Hollywood so abläuft. Irgendwo liest man ja schon öfters, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ein großer Schauspieler schon 5 Frauen vergewaltigt hat, und das kommen dann immer mehr raus, wo halt die Welle da ist und man sich dann immer denkt, ja, die Frauen, die jetzt im Nachhinein vor die Kamera gehen, die labern teilweise nur so dahin, nur um den Ruhm und das Geld zu kassieren. Und Rose hat auch bei vielen gesagt, dass das auch schon so der Fall war. Und auch erklärt, dass viele aber die Wahrheit sagen, wo man sich einfach nur denkt, wie kann das sein? Wie kann all das, was in diesem Buch oder in Hollywood passiert, in vollen Dreharbeiten oder in den Dreharbeiten, wie kann das sein, dass das alles passiert? Und ja, das war schon sehr krass. Vieles war sehr, 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 sehr krass. Wenn das... ich bin teilweise wirklich baff, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, was ich erzählen soll. Und ich kann auch nicht mal sagen, schaut euch das Buch einfach an oder so, denn man muss es wirklich mögen. 16 Euro sind wirklich viel, aber es öffnet, mir hat es die Augen schon geöffnet. Ich sehe Rose ganz in einem anderen Bild. Ich sehe auch die Schauspieler allgemein in einem anderen Bild. Man hat irgendwo immer im Hintergrund, dass Frauen immer runtergemacht werden. Und in der Szene ist es deutlich noch zu spüren. Nicht nur bei uns in der Arbeitswelt, sondern auch dort sehr stark. Es gibt natürlich Frauen, die sehr stark sind, so wie Angelina Jolie. Aber wenn man auch ihren Lebenslauf mal anschaut, dann sieht man auch da, dass das kein Zuckerschlecken auch für sie war, und einfach nur aus dem Grund, weil sie eine Frau ist. Es sind viele so Sachen, die runtergemacht werden, nur weil man eine Frau ist. Und in diesem Buch spürt man das ganz, ganz deutlich. Ja, ich bin keine Feministin, die sagt, boah, Frauen gehören die Welt oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, sind wir wirklich so im so wirklich so weit hinten, was uns als Frau betrifft, sind wir wirklich so wenig wert, wie es uns geschildert wird. Also ja, ich habe darüber sehr lange nachdenken müssen, und ist auch jetzt teilweise so, wo ich mir denke, nur weil ein Mann ist, kriegt er wahrscheinlich mehr Geld als ich oder so. Oder versteht ihr, was ich meine? Das ist ja überall so, gang und gäbe. Meine Lieben, ich weiß echt nicht, absolut nicht, was ich noch über das Buch sagen kann. Empfehlen kann ich es wirklich nur jemanden, der sich damit vielleicht beschäftigt, mit Sekten oder mit der Hollywood-Szene oder die Schauspielerin sehr gerne mag, denn das war mein Grund, warum ich das Buch unbedingt haben wollte, und weil ich die Bilder gesehen habe und das Video dazu, wie Rose sich abrasiert hat, also die Haare abrasiert hat,
Warum hat sie das gemacht? Warum hat sie das gemacht? Und in diesem Buch erfährt man das auch. Und ich hätte es nicht, ich könnte es gar nicht glauben. Also, ja. Puh, das war jetzt anstrengend, das alles zu erklären, weil ich glaube, schriftlich kann ich mich ein bisschen deutlicher, ja, haben meine Worte deutlicher Kraft, finde ich jetzt, weil ich sonst keine Worte so fassen kann. Deswegen, ich werde eine schriftliche Rezension natürlich auch darüber schreiben. Die werde ich euch natürlich auch unten verlinken. Falls das für euch jetzt zu unverständlich war, dann schaut euch bitte einfach mal die schriftliche Rezension an. Ich hoffe, ich konnte euch das Buch etwas näher bringen, da es wirklich nicht was für jedermann ist. Und ja, schaut euch vielleicht das irgendwo an, eine Leseprobe oder irgendwie sowas, weil ich habe für das Buch sehr lange gebraucht, gebe ich wirklich zu, aber auch einfach nur, weil es eine, ja, keine leichte Kost war. Genau, mich würde interessieren, habt ihr Interesse an diesem Buch? Habt ihr es vielleicht schon gelesen? Wie seht ihr das Ganze? Über Kommentare würde ich mich freuen und nun bedanke ich mich für das Video und wir sehen uns dann im nächsten. Bye!